Dann haben wir es 18 Uhr. Dann würde ich sagen, wir starten. Mein Name ist Helene Dietrich. Ich darf Sie ganz herzlich im Namen der Medartis begrüßen zum heutigen Webinar. Ein besonders herzliches Willkommen und Dankeschön geht an unseren Referenten Professor Rohit Arora, Klinikdirektor der Universität für Orthopädie und Traumatologie an der Medizinischen Universität Innsbruck. Professor Arora wird heute für uns anhand von Fällen einen Therapiealgorithmus für proximale Unterarmfrakturen erarbeiten. Kurz ein Punkt zum Ablauf von meiner Seite. Sie sind alle bei Eintritt stumm geschaltet und ich würde Sie auch bitten, es dabei zu belassen während der Präsentation. Fragen können Sie gerne jederzeit im Chatbereich stellen, im unteren Bildschirmrand und die werde ich dann im Laufe des Webinars verlesen. Zur Info, das Webinar wird aufgezeichnet und wird Mitte, Ende nächster Woche sowohl auf der Medartis-Webseite als auch auf unserem YouTube-Kanal zu sehen sein oder abrufbar sein. Und damit darf ich auch direkt überleiten nach Innsbruck. Hallo Rohit, du hast deinen Bildschirm bereits geteilt. Liebe Helene, danke vielmals. Sehr danke gerne. Für die Vorstellung. Bitte schön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, darf Sie heute willkommen heißen bei diesem Webinar. Ein neues Tool, was wir uns natürlich der Pandemiezeit anpassen. Manches ist gut, manches ist schlecht. Natürlich fehlt uns der direkte Kontakt, aber auf der anderen Seite geht es nicht anders. Und im Moment haben wir somit die Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen. Ich darf Sie heute kurz entführen in die Problematik der Ellbogenluxationsfrakturen. Die Sache ist die, sollte es gehen, dass bei dieser Klassifikation dieser Ellbogenluxationsfrakturen oder proximale Unterarmfrakturen es eine Reihe von verschiedenen Pathomechanismen gibt bzw. Entitäten gibt. Wenn Sie sich diese Röntgencodes anschauen, jede wird subsumiert in die Ellbogenluxationsfraktur, aber jede hat ihre eigene Charakteristik und jede sollte an und für sich anders behandelt werden und zum Teil auch nachbehandelt werden. Wenn Sie links oben anschauen, das ist natürlich mit Luxation. In der Mitte haben Sie eine posteriore zum Teil Luxation. In der mittleren Reihe, da geht es schon ein bisschen spezieller zu mit Montecha-äquivalenten Frakturen. Darüber werde ich noch einige sprechen und dann natürlich links unten diese schwierigen Luxationsfragmenten mit kleinen Fragmenten. Prinzipiell, je kleiner die Fragmente, umso schwieriger die Behandlung. Wir haben das jetzt so zusammengefasst, auch für unser Haus. Wie stellen wir diese Frakturen ein, damit man überhaupt einen Algorithmus haben? Da ist die Gruppe A, das sind so die posterolateralen Instabilitäten. Da gehört vor allem das Terrible Triad dazu oder das Unhappy Triad. Einerseits mit einer Fraktur des Radius Kopfes, dann Fraktur des Coronoids und zusätzlich noch eine Dislokation. Diese drei bilden diesen Unhappy Triad Mechanismus. Die Typ B, das sind sogenannten Varus posteromedialen Instabilitäten. Das heißt, wir haben hier eine anteromediale Fraktur des Coronoids. Ich werde Ihnen ein oder zwei Beispiele zeigen und zusätzlich eine Ruptur des lateralen Seitenbandes. Das werden subsumiert in die Varus posteromedialen Instabilitäten. Und die Gruppe der häufigsten Verletzungen sind die transolecranalen Frakturen, wo es hier in die Richtung anteriore und in die posteriore Luxationsrichtung geht. Auf diese drei werde ich mich konzentrieren und werde versuchen, irgendwie einen Algorithmus für uns, für Sie zu finden. Wenn man über Luxationsfrakturen spricht oder über proximale Unterarmfrakturen, dann muss man sich ein wenig mit der Anatomie beschäftigen. Die knöchernen Stabilisatoren ist einerseits das Coronoid. Wenn Sie sich dieses dynamische anschauen, fehlt hier das große vordere Fragment des Coronoids, dann kommt es immer zu einer Subluxation bzw. Luxation, vor allem in der Flexion. Da brauchen wir das Coronoid. Auf der anderen Seite brauchen wir den Radiuskopf. Wie es hier fehlt, dieser Radiuskopf, und dann hat man in der Streckung, in der Extension keinen Konterpart des Kapitulums, des distalen Humerus und somit kommt es zu einer zusätzlichen ulnohumeralen Luxation. Also den Radiuskopf brauchen wir als sekundären Stabilisator bei der Extension.
Und natürlich brauchen wir diese Bänder, Kapselbandapparat. Die wichtigsten auf der lateralen Seite habe ich hier kurz da gezeigt. Und vor allem dieses lateral-ulna-kollateral-Ligament. Das geht vom radialen Epikondyl direkt zur Ulna und ist ein großer Stabilisator, vor allem für die posterolaterale Instabilität. Medialseitig haben wir dieses dreiecksförmig angeordnete mediale Seitenband, wobei das Cooper-Ligament des Nummer 3 hier verdeutlicht. Und natürlich brauchen wir diese Bandstabilität auch für die Luxationsfrakturen. Wichtig ist auch natürlich die Kraftübertragung. Wir wissen, am Handgelenk habt ihr eine Kraftübertragung 80% über den Radius und 20% über die Ulna. Und dann im Bereich des Ellbogens kommt es zu einer Veränderung. Das ist über die Membrana interossea, kommt es zu einer Veränderung der Kraftübertragung. Dann sind es nur mehr 60% über den Radius und 40% über die Ulna. Und bei einer Pronation kommt es zu einer physiologischen Migration des Radius nach proximal und da hat man schon eine Kraftübertragung von 90% des Körpergewichtes. Die Bandinstabilität kann man hiermit sehr gut verdeutlichen. Wenn Sie sehen, in der Mitte haben wir den Radiuskopf resiziert, aber die Seitenbänder sind alle intakt, dann ist die Instabilität nicht so groß. Aber kommt es dann zu einer Seitenbandruptur ulnaseitig, dann ist natürlich die komplexe Instabilität gegeben. Das heißt, einerseits fehlt der knöcherne Stabilisator, der Radiuskopf, und auf der anderen Seite der mediale Stabilisator, das sind die Seitenbänder. Und somit kann es auch zu einer ulnohumeralen Luxation kommen. Ganz kurz eine Frage an Sie, damit wir das ein wenig interaktiv gestalten können. Was würden Sie zu diesem Röntgen sagen? Ist das, dieser Patient wurde dann auch im Gips zurückgestellt. Das heißt, es wurde versucht zu reponieren, was geht, und mit einem Gips und dann ein CT durchgeführt. Jetzt wäre die Frage, wie würden Sie diese Fraktur des Ellbogens klassifizieren. Wir haben hier drei Möglichkeiten. Wäre ganz nett, wenn Sie mitmachen. Einfach auf eine der möglichen Antworten klicken. Das wäre die posterolaterale Instabilität, dann die varus-posteromediale Instabilität oder diese transolekranalen Luxationsfrakturen. Es wird noch abgestimmt. Wir warten gerade noch mal 2-3 Sekunden. So, jetzt haben wir über 70% Abstimmungsquote. Genau, 86%. Danke, Helene. Danke. 86% zeigen auf eine transolekranale Luxationsfraktur. Ja, man sieht es auch dann. Das war eine transolekranale und zwar eine posteriore, wenn ich wieder kurz zurückgehen darf. Die transolekranalen Luxationsfrakturen gibt ja, entscheidet der Radiuskopf, in welche Richtung diese dislozieren. Und da sieht man im Vergleich zum Kapitulum, disloziert der Radiuskopf nach posterior und somit ist es eine posteriore transolekranale Luxationsfraktur. Warum ich immer wieder auf diesen Klassifikationen herumreite, ist nicht, weil das so wichtig ist, oder aber es hat natürlich schon einen Impact auch auf die Behandlung und auf das Ergebnis, weil bei den transolekranalen Luxationsfrakturen wissen wir, dass es sehr selten zu Bandschäden kommt und somit das Ergebnis deutlich besser ist als bei diesen Terrible Triads, die zwar wenig kleine knöchernen Absprengungen haben, aber die Bandrupturen immer zu einem verschlechterten Ergebnis führen. Sie sehen hier das Ausheilungsbild. Warum ich Ihnen das zeige, das ist diese kleine Platte, die wir zusätzlich an die Elle montieren, ist wesentlich, um diese Stabilität dieses medialen Fragments zu haben. Man sieht es auf diesem rechten Röntgenbild, da wird zwar immer wieder gesagt, das trägt zu keiner Stabilität bei, dieses große anteriore Fragment an der Elle, aber da hängen doch die Kapselbänder und auch die Brachialis-Sehne und diese Sehne disloziert dieses Fragment nach anterior. Also das heißt, diese indirekte Fassung des Fragments oder Fixierung des Fragments durch Schrauben
oder durch eine Platte, die ulnarseitig liegt, also streckseitig, kann dieses Fragment oft gar nicht halten, weil die Dislokationsrichtung nach anterior weggeht. Und zusätzlich natürlich spielt dieses Fragment schon bei einer knöchernen Heilung. Wir wollen ja die Elle zur Heilung bringen und dann fehlt dieses große Fragment und das führt natürlich auch dazu bei. Ich würde Ihnen gern dieses Beispiel zeigen, Montecha-Äquivalent oder Montecha, ja, auch diese gibt es. Wenn Sie sich diese Fraktur ansehen, das war ein Eiskletterer, der relativ spät in der Nacht dann gekommen ist. Und das Problem bei dieser Verletzung ist es, wir können dann gern darüber reden, was Montecha-Äquivalent bedeutet oder gibt es diese Montecha-äquivalenten Frakturen überhaupt? Montecha war ja prinzipiell eine Einteilung der kindlichen Ulna-Frakturen mit einer Dislokation des Radius mit Bardo-Klassifikation 1 bis 4. Aber das Problem dieser Verletzung, kann es Ihnen kurz zeigen, war dieses große Fragment im proximalen Radioulnargelenk. Zusätzlich war die Elle natürlich an zwei Stellen frakturiert. Und in diesem Fall ist es eine Montecha-äquivalente Fraktur, wurde dann auf diese Art und Weise versorgt. Das heißt, wir haben dann die Ulna verplattet und Sie sehen wiederum diese zweite Gitterplatte, wie wir sie nennen, im Bereich der proximalen Ulna, um auch dieses anteriore Ausrissfragment, wenn wir das oben nochmals sehen wollen, man sieht es hier auf dieser Ebene sehr gut. Und Sie sehen auch, die Dislokationsrichtung des Fragments ist nach anterior, um dieses zu fassen, zusätzlich noch eine zweite Platte. Das war nun das Endergebnis des Patienten. Natürlich Streckdefizit im Vergleich zur Gegenseite, aber für das Ausmaß ein akzeptables Ergebnis. Wir haben im Haus immer wieder diese Überlegungen, ist es wirklich eine Montecha-Fraktur, ist es wirklich eine Montecha-like, Montecha-äquivalent? Es gibt ja einige Definitionen und wir haben uns dann damit auseinandergesetzt. Wenn Sie sich das anschauen, ich glaube, da haben wir auch eine Frage, Helene, wenn ich mich nicht täusche. In welche Richtung würden Sie diese Fraktur einordnen? Ist es jetzt eine Montecha-like oder wirklich eine Montecha? Ist es eine transolekranale oder eine reine Olekranon-Fraktur? Sind bei über 50% Abstimmung, dann beende ich. Ja, es ist ein sehr interessantes Ergebnis. Die meisten sagen 55% ist ein Montecha-like, 23% sagen überhaupt, es ist eine Montecha. Da sind wir schon bei 78%. Und nur 19% sagen, es ist eine transolekranale Luxationsfraktur. Wenn man sich dieses anschaut, es ist 78% haben für eine Montecha-like entschieden. Für mich ist es eine transolekranale Luxationsfraktur. Warum gehe ich davon aus, wenn man sich die Literatur anschaut, ist an und für sich die Definition einer transolekranalen Luxationsfraktur, einer Montecha-Fraktur, die Ruptur oder Zerreißung des proximalen Radioulnargelenkes. Wir haben uns damals wirklich die Arbeit angetan, das war das Endergebnis dann, und sind in die Literaturrecherche gegangen und das war 1997 bereits die erste Publikation von Ring und Jupiter, die sind ja relativ bekannte Autoren und sie haben angeschaut und zwar 70 Patienten, die vermeintlich eine Montecha-Fraktur gehabt haben und 13 davon konnten sie als anteriore transolekranale Luxationsfrakturen klassifizieren im Nachhinein. Und da haben das dann festgelegt, also die Montecha-Fraktur oder Montecha-like Lesion
sollte an und für sich mit einer Dislokation des proximalen Radiolnahgelenks eingehen. Das sieht man hier, das habe ich in rot unterstrichen. Und alles der Rest, wo das proximale Radiolnahgelenk intakt bleibt, ist an und für sich eine transolekanale Luxationsfraktur. Und das hat natürlich schon große Bedeutung. Und wir machen das so, wenn wir Probleme haben, die meisten solcher Frakturen bekommen so oder so ein CD. Wir schauen uns das axiale CD dann an. Das war eine offene Fraktur damals und man sieht hier im oberen und im unteren CD, dass das proximale Radiolnahgelenk an und für sich immer intakt war. Und somit ist es für uns per Definition keine Montecia-like oder Montecia-äquivalente Fraktur. Die wurde dann auch so operativ versorgt. Sobald wir die Elle verplattet haben, fixiert waren, war es dann an und für sich im Radio-Humoralgelenk kein Problem mehr von Seiten der Montecia-Verletzung, weil es ja nie zersprengt war, das proximale Radiolnahgelenk. Das war dann das Endergebnis des Patienten, wo wir dann relativ zufrieden waren mit diesem Ausgangsergebnis oder Endergebnis. Warum immer wieder diese zwei Platten, wie Sie hier sehen, das war damals, bevor diese zwei Platten dann am Markt waren und en vogue waren. Man sieht es hier auch, da gibt es eine gute Arbeit aus Köln vom Kilian Wegmann und Lars-Peter Müller, die dann das wirklich biomechanisch auch nachuntersucht haben, haben einige Platten untersucht im Vergleich zur streckseitigen Plattenposition und herausbekommen, die biomechanische Studie, dass diese Doppelplatten-Osteosynthese deutlich vermehrte biomechanische Stabilität bringt und deutlich stabiler ist. Und wir haben uns damals schon zurecht geholfen mit dieser, wenn ich nochmals zurück darf, mit dieser kleinen zusätzlichen Platte, um eben erstens mehr Stabilität und zweitens das Fragment besser zu adressieren können. Eine seltene Verletzung ist auch diese Osborne-Cotterill-Verletzung. Sie werden hier sehen, das ist ein Röntgen, der Patientin damals, und wenn man sich dieses CD anschaut, relativ einfache oder relativ harmlose Verletzung, aber man sieht hier an der posterolateralen Situation des distalen Humerus, wo auch die Bandendsätze sind, ein großes Fragment, was ausgerissen ist, und ulnaseitig sieht man auch diesen kleinen Bandfragmente, und das war Erstbeschreiber ist der Osborne-Cotterill. Sie sehen hier, bei der maximalen Streckung verhackt sich der Radiuskopf dorsalseitig in diese sogenannte Delle, wie es wir, die Schulterchirurgen kennen das auch von der Hill-Sachs-Delle im Oberarmkopfbereich. Das heißt, man muss es erst dann reponieren, damit man diesen Radiuskopf dann aus dieser sogenannten Delle, Hill-Sachs-Delle herausbekommt. Und das hat natürlich große Konsequenzen im Bereich der Behandlung. Sie sehen das rechts oben. Von Osborne-Cotterill auch publiziert damals, wie wir das angehen. Sie sehen, das Seitenband ist natürlich komplett ausgerissen und Sie sehen am links unteren Bild, dass wir von der suprakondylären Region vom dorsalen Humerus einen sogenannten Span entnehmen, also einen Knochenspan, und somit diese Delle aufheben und unterfüttern und zusätzlich dann damals mit einer kurzen Platte stabilisiert haben, um die Ausrissrichtung zu verhindern und dann mit Ankern das gesamte radiale Seitenbandkomplex wieder rekonstruiert haben. So war das Ergebnis dann. Sie sehen hier diese anteromediale Platte. Damals hat es diese speziellen anatomisch vorgegebenen Platten gar nicht gegeben. Und wir haben dann das Coronoidfragment fixiert und zusätzlich eben diese Osborne-Cotterill-Läsion mit Unterfütterung des Spanes im Sinne von einer Hill-Sachs-Delle auch angegangen und adressiert. Radiuskopffrakturen sind immer wieder auch Thema. Diese Mason-Klassifikation ist ja an und für sich eine rein deskriptive und ist sehr schwierig, da auch einen Unfallmechanismus herzuleiten. Und gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Typ
2 und 3. Ja, es ist mehr Fragment, aber wir haben das von Daniel Rickli, der hat das ganz gut analysiert. Der sagt immer, diese Scherverletzungen, die sind immer reine knöchernen Verletzungen. Das heißt, die Bänder sind dabei nicht mitbeteiligt. Haben wir eine Kompression des Radiuskopfes, wie wir es auch von der longitudinalen Instabilität her kennen im Bereich des Vorarms im Sinne einer Essex-Lobresti-Verletzung? Oder ist es wirklich kleine Fragmente des Radiuskopfes mit Dislokationen? Meistens sind es da ja dann auch Kapselbandverletzungen, die natürlich zu einem anderen Therapie und anderes Ergebnis führen. Ist also ein klassisches Beispiel einer anterioren transolekanalen Luxationsfraktur. Sie sehen hier, der Radiuskopf ist nach anterior disloziert. Das war schon das Repositionsbild dann im CT. Ich kann mich erinnern, im intraoperativ nach Rekonstruktion des Radiuskopfes ist immer wieder der Ellbogen in die Subluxationsstellung gegangen. Und wenn Sie sich dieses mittlere Bild anschauen, man könnte ja, sollte hier eine gerade Linie zwischen dem Capitulum und der Radiusachse legen können. Und es war immer wieder das Problem, dass es zu einer Subluxationsstellung gekommen ist. Und letztendlich habe ich dann den Radiuskopf, der subkapital unterhalb des Kopfes nicht zu halten war, resizieren müssen und dann Radiuskopfprothese plus zusätzlich diese Olecranon-Verplattung wieder mit der zweiten Platte. Und letztendlich ist dieses Ergebnis dann herausgekommen. Terrible Triad-Verletzung, klassisch Luxation, Koronoid und Radiuskopf. Man sieht es hier, das war erst möglich nach der Resektion des Radiuskopfes, hat man natürlich über diesen radialen Zugang. Mittlerweile machen wir alles über einen streckseitigen Zugang, über einen globalen Zugang, wo wir radial und ulnar hinkommen und uns zwei sogenannte Hautlappen präparieren und somit Zugang über den reinen isolierten streckseitigen Zugang auf beiden Seiten haben, das heißt radial und ulnar adressieren können. Aber damals wurde das mit über den Kocherzugang durchgeführt und man sieht, nach Resektion des Radiuskopfes konnten wir das große Koronoidfragment anatomisch einpassen, dann indirekt mit einer kannulierten Schraube fixieren und den Radiuskopf mit einer Prothese ersetzen und auf dem Rückzug die gesamten Kapselbandapparat radialseitig dran so sehr wieder refixiert und das war das Ergebnis des Patienten. 83 Jahre, auch eine klassische Table Triad Verletzung. Wir haben die Patientin dann später zu uns verlegt bekommen, wurde primär reponiert. Das waren dann die Repositionsbilder. 83 Jahre, man hat versucht damals extern das so zu behandeln, konservativ. Keine einzige Arbeit aus dem chinesischen Raum, die eine konservative Therapieoption bei Terrible Triad beschreibt. Die sind natürlich ganz low demander. Nach 3 Wochen kam es, so wie es kommen musste, zu einer Luxation, Subluxationsstellung, wurde dann extern. Ich kenne diese Art vom Fixateur nicht, aber wurde dann mit einem Fixateur extern behandelt. Es dürfte sich um einen dynamischen Fixateur handeln, um einen Bewegungsfixateur. Wurde dann lang in diesem ruhig gestellt, aber dritten Monat nach Abnahme des Fixateurs kam es dann zu dieser Situation. Und so haben wir die Patientin dann auch bekommen. So mit war nicht viel Option übrig. Die Patientin hatte ständig Beschwerden und Sie können sich vorstellen, dass die Flexion zum Mund für die Essensnahrungsaufnahme oder aber auch für Körperhygiene, den meisten stört ja, dass sie nicht Kopf waschen können oder aber auch die Supination nicht durchführen können, weil das Ulnohumeralgelenk natürlich subluxiert steht. Das sind ja die meisten Beschwerden dieser Patienten und die haben wir dann mit einer Ellbogenprothese versorgt und ich war dann ganz glücklich und zufrieden, weil man in dieser Beugestellung und in der Supination kann sie natürlich den täglichen Bedarf wieder ganz gut kontrollieren. Posteromediale Instabilität. Wir haben uns da, Sie sehen hier, dieser Patient, wenn Sie links oben das anschauen,
diese Röntgenbilder, man sieht hier, das Koronoidfragment wurde dann bei uns primär im Haus sogar mit einem Gips ruhiggestellt und bei der Kontrolle nach ein paar Tagen fällt diese Subluxationsstellung auf. Auch hier dieses sogenannte Drop-Sign, das heißt ulnohumeral kommt es zu einer Subluxationsstellung, was immer für eine größere Instabilität hinzeigt, was man sich aber primär von diesen Röntgenbildern an und für sich gar nicht erwartet hätte. Und wenn ich Ihnen das 3D-CT zeigen kann und darf, Sie sehen hier die anteriore Verletzung des Koronoids plus die anteromediale Facette. Zusätzlich, was hier auffällt, sind diese kleinen knöchernen Avulsionsverletzungen. Und Sie werden sehen, auch medialseitig diese Chips, wo die gesamte Kapselbandapparat natürlich daher Ursprung hat, wurde von O'Driscoll nach dieser Klassifikation eingeteilt, der diese Koronoidfrakturen zusätzlich zum Mori von 1, 2, 3 zusätzlich noch eingeteilt hat in die anteriore mediale und in die anteromediale Facette, je nach Instabilität. Ist jetzt die Frage, ich glaube, wir haben hier noch eine Frage, genau welchen Zugang würden Sie für diese Fraktur benutzen? Da gibt es diesen Over-the-Top, FCU-Split oder Kocher. Ich glaube, es ist, stellt sich nicht oder es ist außer Frage, dass wir diese Fraktur konservativ belassen. Also konservativ wäre natürlich problematisch, wie wir vorher zeigen konnten, dass in der Beugung das Koronoid natürlich gebraucht wird für die Stabilität und zusätzlich diese knöchernen Bandausrisse. Die Hälfte hat abgestimmt, ich denke, die Tendenz reicht. Ich kann gern nochmal das 3D-CT laufen lassen. Das Ergebnis ist 30% sind over the top, 58% würden einen FCU-Split nehmen und 18% würden den Kocher-Zugang nehmen. Also über den Kocher-Zugang, das ist ja an und für sich der klassische Zugang für die radiale Seite, über den Kocher-Zugang würden wir uns sehr schwer tun, auf diese ulnare Seite zu kommen, primär. Und mehrfach Optionen waren möglich und wir in unserem Haus benutzen diesen FCU-Split. Wie Sie es hier sehen, es ist ein ulnarer Zugang. Nervus ulnaris angeschlungen und zur Seite gehalten, dann fällt man eh schon bereits in dieses Gelenk hinein. Und das in der Pinzette ist dieses große anteromediale Fragment, wurde dann mit eben über den FCU-Split zugegangen. Und das erste Röntgen sah dann so aus. Es war natürlich subluxiert. Das Fragment war gut angepasst und fixiert, indirekt zusätzlich noch mit einer Schraube. Aber Ihnen allen fällt natürlich sofort diese Eröffnung im radialen Gelenkspalt auf. Radiohumeral komplett erweitert und subluxiert. Wir sind dann nochmals in die Revision gegangen und haben nochmals einen radialen Zugang gemacht und in diesem Fall dann wirklich einen Kocherzugang. Und Sie sehen bereits unterhalb der Faszie fällt auf, dass das gesamte radiale Seitenbandapparat komplett rupturiert war und auch interponiert. Und erst nach Reposition des Radiohumeralgelenkes und der Seitenbandnaht konnten wir dieses Röntgen herbeiführen. Man sieht jetzt schön anatomisch reponiertes Gelenk und das war das Ergebnis dazu. Worauf ich da hinaus will, ist, diese anteromedialen Facettenfragmente sind über 95% auch mit einem radialen Seitenbandruptur vergesellschaftet. Und es ist an und für sich
sollte aufgrund der Stabilität sollte nicht nur das ulnare Kantenfragment oder dieses ulnare Facettenfragment reponiert und fixiert werden, sondern im gleichen Aufzug sollte an und für sich auch das radiale Seitenband und vor allem das Lateral-Ulna-Kotellateral-Ligament rekonstruiert werden, weil sonst hat man eigentlich, und Sie sehen das hier an diesem Beispiel, sonst hat man immer Probleme und das Gelenk subluxiert wieder und führt zu einer Problematik im Bereich der Nachbehandlung. Diesen Fall würde ich Ihnen gerne zeigen, auch eine transolecranale Fraktur. Sie sehen das gesamte Olecranon frakturiert plus die anteromediale Facette mit einem großen Fragment, radialseitig an und für sich sehr gut eingestellt. Und warum ich Ihnen dieses Beispiel zeige, ist, wie wir dazugehen, vor allem zu diesem großen Fragment hier, zu diesem Coronoid-Fragment. Wir gehen da durch die Fraktur durch, das heißt, wir klappen uns das gesamte Olecranon, wie eine Olecranon-Osteotomie ist es ja, und kommen dann nicht nur auf den distalen Humerus, sondern auch auf den proximalen Ulna. Diese hier rechts unten sehen Sie dieses Coronoid-Fragment, was in der Pinzette gehalten wird. Über das kann man das natürlich anatomisch einrichten, reponieren und temporär mit 2 bis 3 Stiften retinieren. Und dann kommt erst im Verlauf, kann man dann diese Platte machen. Und Sie sehen hier wieder diese zusätzliche Gitterplatte. Und damit man dieses große anteriore Coronoidfragment zusätzlich noch gegen die Ausrissrichtung fixieren kann. Und zusätzlich war die Elle distal noch gebrochen und diese überlappende Platte für die Ulnerschaftfraktur. Ein sehr interessantes Beispiel, es war ein Jugendlicher, kam mit dieser Luxation und dem Coronoidfragment zu uns, wurde dann im Ultrabildwanderkontrolle reponiert und Sie sehen schon, wir nennen das mittlerweile eine geschwindelte Aufnahme, weil die Hand des Chirurgen, der den Ellbogen reponiert, immer noch auf den Bildwandlern abgebildet ist. Das bedeutet, der muss gegen die Luxation schon mithelfen, weil sonst würde bei diesem Ausstreckung bei 60 Grad der Ellbogen wahrscheinlich eh schon wieder luxieren. Wir nennen das ein wenig Schwindeln. Und das war dann das Ergebnis im Gips. Der Patient wurde dann gipsruhig gestellt. Aufgrund dieses kleinen Coronoidfragments hat man sich entschlossen, das konservativ zu belassen und kam nach 3 Monaten wieder zurück. Bei einem Bagatelltrauma kam es wieder zu einer Luxation und zwar zu einer kompletten posterioren Ellbogenluxation. Dann wurde ein CT durchgeführt, aber erst beim zweiten Mal. Und man sieht hier das Coronoidfragment, diese kleinen Chips, die radialseitig avulsiert waren, ausgerissen waren. Und wir haben uns aufgrund dieses Bagatelltraumas, ich kann mich nicht mehr erinnern, was er gemacht hat, der Patient, aber das war eine Kleinigkeit, haben wir uns dann, wurde natürlich in der frisch verletzten Ambulanz wieder reponiert. Und Sie sehen wieder diese Hand des Untersuchers mit abgebildet. Das bedeutet, man will dieses Retinieren. Und wir haben uns dann entschlossen, damals bei der zweiten Luxation das anteriore Coronoidfragment eben indirekt mit dieser Platte zu fixieren. Zusätzlich diese Seitenbandausriss, das war im lateralen ulnakollateralen Ansatz mit einer Schraube zu fixieren. Und das war das Ergebnis des Jugendlichen und ist da nie wieder der Ellbogen luxiert. Auch im Hinblick darauf, wie muss dieses Fragment groß sein und klein sein. Wir sind der Meinung, auch diese kleinen Avulsionsfragmente des Prozessus coronoideus tragen schon zu großer Instabilität bei, weil es dann auch ja zu einer Luxation kommt. Sie sehen hier, das war ein ulnaseitiger Zugang im Bereich der FCU-Splittes wieder. Und somit konnten wir das Fragment mit dieser anatomisch vorgebogenen Platte refixieren.
Auch ein interessantes Beispiel, ein Kind, wie Sie sehen können, wurde zu uns geschickt mit einer Montecia-Fraktur, mit einer wirklichen Montecia-Fraktur, mit einer Dislokation des Radiuskopfes nach posterior. Und das war die Gegenseite. Und das Problem war, dass das Kind eben schon in der vierten oder fünften Woche war, mit einer Gipsruhigstellung, und den Chirurgen ist es dann aufgefallen, dass der Radiusschaft zum Kapitulum hin nicht mehr in einer Achse war, und wurde dann der Patient zu uns geschickt. Das waren die anterior-posterioren Aufnahmen, und man sieht hier schon im Vergleich zur Gegenseite natürlich diese Luxation, und den haben wir dann, sobald man das resiziert haben, diesen Tannus, der schon da war, konnten wir bereits eine Reposition des Radiohumoralgelenkes erreichen, und nach Ausräumung des Pannus und des Callus konnten wir dann eine Reposition im Bereich dieses proximalen Ulna erreichen und somit auch eine indirekte Reposition des Radiohumoralgelenkes. Und wie Sie auch hier sehen, wurde das Ganze mit zwei Platten fixiert. Die sind einfach stabiler, und gewisse Sachen, man kann den Patienten einfach sofort nachbehandeln, und würde Ihnen gern unbedingt, oder wichtig ist, dass die Ulna in diesem Bereich ja relativ streng geradlinig ist, und es gibt ja im proximalen Bereich auch diesen Winkel, dieser PUDA-Winkel, PUDA, Proximal Ulna Dorsal Engel. Und der ist beim Erwachsenen natürlich deutlich ausgebildet. Und wenn man den nicht beachtet und vor allem durch diese anatomisch vorgebogenen Platten die Elle zwingt auf die Platte, hat man natürlich eine Subluxationsstellung im Ulnohumeral bzw. im Radiohumeral iatrogen produziert. Kann man natürlich, wenn man die Gegenseite hat, sich besser vorbereiten auf die Operation. Das war das Kind dann, konnte komplett frei beugen und strecken. Und ich glaube, mittlerweile sind auch die Platten schon entfernt worden. Ein Beispiel von Dr. Gabel, der hat diese komplexe Situation einmal mit mir gemeinsam operiert. In der Neutralstellung fällt nicht viel auf, aber sobald das Kind dann pronierte hat in der Pronation, kommt es zu einer Subluxationsstellung radiohumoral und ulno, also im Bereich des proximalen Radioulnargelenkes und distalen Ulnargelenkes. Und Sie sehen hier in der seitlichen Supinationsstellung, das war natürlich für das Kind sehr schmerzhaft. In der Supination kommt es zu dieser Luxationsstellung im Bereich des Ellbogens und im Bereich des Handgelenkes. Das war für mich, ich habe das so noch nie gesehen gehabt. Dr. Gabel hat es dann operiert, und Sie sehen hier intraoperativ die Instabilität im distalen Radioulnargelenk. Wir haben dann zusammen eben im Sinne von so Adams Procedure ähnlich das distale Radioulnargelenk gefesselt mit einem Sehnenstreifen und dann im gleichen Aufzug mit einem distal gestielt belassenen Trizepsstreifen das Ligamentum annulare nachgeahmt und rekonstruiert. Und das war natürlich eine komplexe Instabilitätssituation. Sie sehen das schon am großen Zugang. Wir haben dann das Ligamentum annulare rekonstruiert und konnten dann diese jetzt war es dann schon in der Supination. Sie sehen das hier, das Kind ist in der Supination und keine Subluxationsstellung mehr, weder proximal noch distal. Und das war das Kind dann, konnte endlich wieder supinieren, ohne diesen Klick provozieren zu können und ohne diese Instabilität im distalen Radioulnargelenk. Wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit, 6.40 Uhr. Wenn wir das kurz zusammenfassen, Terrible Triad, wir brauchen eine stabile Radiuskopf-Osteosynthese. Entweder wir bekommen das on table zurück, dass wir on table diesen Radiuskopf reponieren, refixieren und dann wieder einsetzen. Wir haben jetzt fast einige Patienten nachuntersucht, sind gerade bei der Publikation. Wir haben hier eine
eine Heilungsrate, also knöcherne Heilung von über 80%, und die 20, die nicht geheilt sind, das heißt, die sind pseudoarthrotisch, haben aber auch keine Probleme. Die liegen dann drinnen wie ein biologischer Spacer und verursachen an und für sich keine Probleme. Also der Rekonstruktionsversuch ist immer gerechtfertigt, außer natürlich bei komplexen Luxationsfrakturen, wo wir auf die Stabilität des Radiuskopfes angewiesen sind. Das radiale Seitenband sollte immer repariert werden, und durch diesen streckseitigen Zugang, den ich vorher erwähnt habe, ist es für uns möglich, über einen gleichen Hautinzision auch ulnarseitig das mediale Kollateralligament auch zu reparieren. Das machen wir natürlich in einem Aufzug. Sie sehen hier ein Röntgen von Overstuffing der Radius-Kopfprothese. Das ist natürlich zu viel. Das führt zu einer Öffnung des radialen Gelenkspaltes ulnohumeral. Da gibt es gute Arbeiten, wo diese anatomischen Landmarks sind, wo die Radius-Kopfprothese ja nicht überschreiten darf, damit es nicht zu dieser Problematik kommt. Die posturomediale Instabilität. Wir machen immer diese Refixation des anteromedialen Facettenfragments, ist sehr, sehr wichtig. Und im gleichen Aufzug auch das radiale Seitenband. Ich konnte Ihnen das Beispiel zeigen, wo wir selber daraus gelernt haben, dass das nicht genügt, diese knöcherne Stabilität herzustellen, sondern auch die radiale Seitenbandrekonstruktion sehr, sehr wichtig ist. Dafür gibt es ganz gute Publikationen, dass das einen großen Impact hat. Transole kanale Luxationsfrakturen haben ein besseres Ergebnis. Wir machen diesen Transfracture Approach. Das heißt, wir gehen durch die Fraktur, rekonstruieren uns das Koronoidfragment anatomisch. Radiuskopf haben wir besprochen, und wir geben großen Wert auf diese metaphysäre Fragment. Auch wenn es nicht zur Stabilität beiträgt, ist es sehr, sehr wichtig, einerseits für die Knochenheilung und andererseits für die Reposition. Und Sie sehen hier, das war der Patient, wo dann die Platte gebrochen ist. Und deswegen benutzen wir, wenn notwendig, natürlich immer diese zweite Platte dazu. Ellbogen, jeder Ellbogenchirurg weiß, wie wichtig diese sofortige Rehabilitation notwendig ist, um nicht dann eine Arthrofibrose zu haben, beziehungsweise radiologisch sehr gute Ergebnisse, aber Funktion sehr schlecht. Und wir haben uns im Hause dazu geeinigt, jetzt auch mit der Physiotherapie. Sie sehen hier vor allem bei Luxationsfrakturen, wo Sie diesen Bandapparat medial und radial rekonstruiert haben. Normale Bandheilung, man geht ja so ungefähr von 6 Wochen aus. Durch diese Gravitation, Erdanziehung, kommt es immer wieder zum Stress auf die genähten radialen und ulnaren Seitenbänder. Das kann man relativ leicht verhindern, indem man einfach eine Überkopftätigkeit macht. Das heißt, man legt den Patienten hin, und sobald sie diese Überkopftätigkeit haben, kommt es zu einer, durch die Erdanziehung, zu einer Reposition und zu einer verminderten Belastung auf die Seitenbänder, und man kann den Patient auch aktiv mobilisieren. Das heißt, der Patient kann selber das Ellbogengelenk mit der Gegenseite führen bis hin zur Beugung und Streckung, je nachdem, und kann somit natürlich auch zu einer früh funktionellen Mobilisation führen. Wir haben komplett aufgehört über diese passive Mobilisation. Wir hatten damals den Simon Lambert bei uns als Gastvorredner, und der hat einen super Vortrag gehalten über Propriorezeptoren im Bereich der Kapselbandverletzung. Und es macht natürlich Sinn, wenn die Patienten aktiv mobilisieren, weil sie dadurch die kortikale Verarbeitung durch den Zustand der Position des Ellbogens haben und somit an und für sich gegen die Subluxationsstellung arbeiten können. Somit leiten wir immer unsere Patienten zu einer aktiven Mobilisation an. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein wenig über diese Luxationsfrakturen beibringen oder zeigen, Fehler, aus denen wir gelernt haben, und ein wenig Ordnung in das Ganze bringen.
Ja, wir haben zu danken für den tollen Vortrag. Vielen Dank. Und es hat sich jetzt eine Frage im Chat beziehungsweise eine Frage an mich gesammelt. Frau Arzberger bittet um eine nochmalige Zusammenfassung der Zugänge. Da war wohl etwas nicht ganz klar. Wann ist der globale, dorsale Zugang indiziert? Und warum zum Beispiel bei der Terrible Triad schon und bei der posteromedialen Instabilität nicht, obwohl oft auch der radiale Bandapparat repariert werden muss? Das stimmt, ja. Das war damals eben dieses Beispiel. Aber mittlerweile machen wir auch diese posteromediale Instabilität über einen dorsalen Zugang. Für uns ist natürlich das Problem dieses dorsalen Zuganges, dass der Patient am Bauch liegt. Und wenn wir jetzt durch diese anatomisch vorgebogenen Platten diese Platte für die anteromediale Facette von ulnaseitig einbringen müssen und der Patient liegt am Bauch, dann ist es ganz schwierig mit der Bohrrichtung. Und deswegen benutzen wir auch bei diesen posteromedialen Instabilitäten, wo wir ulna und radial zu müssen, oft einen beidseitigen Zugang, ulna und radial, weil wir mit der Bohrrichtung natürlich nicht hinkommen in Bauchlage. Und das ist der einzige Grund, warum wir hier zwei Zugänge machen. Auf der anderen Seite, aber bei allen anderen Frakturen sind wir übergegangen, entweder in die Seitenlage, wenn es ein alter Patient ist, der anästhesiologisch natürlich Probleme macht mit der Bauchlage, und wenn möglich dann in die Bauchlage. Ich hoffe, ich konnte die Frage zufriedenstellend beantworten. Es gibt direkt noch eine Frage hinterher. Können Sie den globalen dorsalen Zugang im Detail erklären? Ja, ich hoffe, das geht jetzt so auf die Züge, aber da sehen Sie es annähernd. Das ist der dorsale Zugang. Wir umschneiden das radialseitig, das Olekanon, und bilden zwei Hautlappen. Das heißt, der radiale Lappen geht nach radial weg, der ulnare nach ulna. Wir können diese Hautlappen dann auch temporär an die Haut fixieren mit zwei Hautnähten und kommen dann, Sie sehen das hier, der Trizeps ist noch intakt und können somit beidseitig zugehen. Das, vielleicht kennen die Leute diesen auch für die Versorgung des distalen Humerus. Da hat es auf dieser distalen Humerus hat es Alonso Lames beschrieben. Alonso Lames hat es erstmal beschrieben, wo man nicht die Trizepssehne absetzt oder aber auch nicht den Trizeps, die Olekanon-Osteotomie durchführt. Und an und für sich benutzen wir auch diesen Zugang. Und wenn Sie dann die Faszie eröffnet haben, fallen Sie an und für sich bei diesen Luxationsfrakturen gleich in das Gelenk, weil da die Faszie meistens rupturiert ist und es gibt uns eh schon den Zugang vor. Das Feine ist nur, wie Sie hier sehen, man kann halt mit einem Hautschnitt auf beide Seiten. Außer bei diesen medialen Facettenfragmenten, wo halt diese Plattenfixierung deutlich erschwert ist aufgrund der Bohrrichtung. Ja, im Chat sind momentan keine weiteren Fragen. Sie sind jetzt natürlich auch herzlich eingeladen, Ihr Mikro kurz zu öffnen, wenn Sie möchten. Ja, ansonsten scheint es so, als hättest du so exakt und exzellent die Fälle erklärt, dass es einfach keine offenen Fragen mehr gibt. Ja, vielleicht kann ich kurz noch sagen, weil wir 5 Minuten noch haben. Mhm. Dieser Bewegungsfixateur wird ja immer wieder propagiert und für uns ist dieser jetzt relativ in den Hintergrund geraten und wirklich nur mehr als Tool für die absolute Problemsituation intraoperativ. Wir machen jetzt viel mehr, auch immer mehr über dieses interne Bracing. Das heißt, wenn wir jetzt die Seitenbänder rekonstruieren, gibt es die Möglichkeit, einen Fiberwire-Stick oder Fiberwire-Faden, Fiberwire-Tape dazu zu legen, um bis zur Bandheilung übernimmt dann diese Kraftübertragung des Tapes sozusagen und verzichten somit auf diesen externen Bewegungsfixateur, der natürlich immer wieder Probleme macht und auch schwer zum Handeln ist, vor allem gerade für ältere Patienten.
Und wir sind relativ, ist nur mehr für uns ein Notfallsituationsinstrument geworden. Und ja, das war immer wieder eine Frage bei diesen Diskussionen, wann benutzen wir noch diesen Bewegungsfixateur? Sonst fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Außer du hast noch eine. Na, es kam jetzt keine mehr rein. Ja, dann bleibt mir in allererster Linie, mich bei dir ganz herzlich zu bedanken für das tolle Webinar. Vielen Dank. Und auch Ihnen allen, den Teilnehmern, danke, dass Sie dabei waren und sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, Sie konnten viel mitnehmen. Und ich glaube, es ist auch nicht zu früh, Ihnen allen schon mal eine schöne Weihnacht zu wünschen und Gesundheit für alle. Und das Schlusswort gebe ich natürlich wieder zurück an dich. Ja, danke vielmals, danke für die Möglichkeit, hier was da zu veranstalten. Ist natürlich sehr gut im Moment. Ich wünsche Ihnen auch frohe Weihnachten. Gesund bleiben, das ist im Moment das Wichtigste. Noch nicht krank werden. Alles Gute Ihnen und Ihren Familien. Vielen Dank. Danke. Wiederschauen. Wir sehen uns.